Moin meine aktiven Freunde, es ist wieder Zeit für ein neues Royal Monkey Video. Und zwar habe ich euch gestern in den Kommentaren gefragt, stellt mir doch mal eure Fragen, eure Aussagen, alles was ihr gerne über mich wissen wollt. Und ich beantworte es euch im morgigen Video, weil ich noch ein bisschen Pufferzeit brauche. Deswegen würde ich sagen, bis jetzt haben wir 8 Kommentare mit ein paar Fragen. Mehr kam leider bis jetzt um 15 Uhr nicht rein, vielleicht habe ich es ein bisschen zu spontan gestellt, ist aber auch nicht schlimm. Alle, die jetzt was gefragt haben, kriegen ihre Antwort. Wir haben hier einmal Fraxy. Wie bist du dazu gekommen, YouTube zu machen und macht es dir Spaß? Ich habe damals Gaming, glaube ich, auf YouTube sogar noch gemacht. Ist schon ein bisschen länger her, da habe ich ganz viel League of Legends gespielt und ich glaube ein bisschen Counter-Strike. Und ja, irgendwann dann hatte ich auf meinem ganz alten Gaming-Kanal Kosa gefunden. Und da habe ich jetzt nach 4-5 Jahren irgendwie mal wieder, habe ich den entdeckt oder meine alten Videos entdeckt, hatte gesehen, so in dieser Timeline, wo man alte Freunde sehen konnte oder halt andere Kanäle verlinken, dass da Kosa ist. Und er hat aktiv Videos gemacht, da habe ich die wieder angeguckt. Ja, und dann so ein ganzes Hin und Her. Und ich hatte auch Bock, wieder YouTube zu machen, habe ich gefragt, ey, kann man bei euch eigentlich noch einstellen? Ja. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich YouTube mache. Und macht es dir Spaß? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist echt ein geiles Hobby. Es macht richtig Spaß zu sehen, was die Leute hier auch schreiben und natürlich immer Kommentare durchzulesen. Dann haben wir J-Dog. Ich hasse dich. Welche Farbe hat deine Unterhose? Schwarz. Was ist witziger als 24? 25. Sind alle Daumen Finger, aber nicht alle Finger Daumen? Keine Ahnung. Was ist das für eine Frage? Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Halt dein Maul. Keine Ahnung, warum laufen Nasen? Mann, das ist doch nur so ein Spruchen. Keine Ahnung, was ist das für eine Frage? Raus. Brate Paul, rasierst du dir die Augenbrauen ab, bitte? Ja klar, soll ich mir den Bart auch noch abrasieren? Das wird dann ungefähr so aussehen. Oh moin, danke für das nette Kommentar. Vika, kommt irgendwann eine Roomtour? Ja, wenn sich das Leute wünschen, natürlich, warum nicht? Zurzeit ist leider noch ein paar Sachen hier auf der Baustelle nicht fertig. Aber der größte Teil ist eigentlich ready. Deswegen, wenn irgendwer sehen will, wie ich wohne, dann schreibt es in die Kommentare. Erzähl uns eine Story, wo du dich ziemlich ungebeten gefühlt hast, von Fehlgeburt. Eine Story, wo ich mich ziemlich ungebeten gefühlt habe. Keine Ahnung, ob ich mich jetzt ungebeten habe. Ich kann mich eine lustige Story passieren, die mir letztens passiert ist. Da war ich auch ziemlich ungebeten, weil der Typ das, glaube ich, nicht so witzig fand. Und zwar war ich im Netto einkaufen und dann bin ich halt mit dem Einkaufswagen raus und ich habe mir ja gerade ein neues Auto gekauft. Und davor bin ich halt einen BMW E46 gefahren und ich stelle so den Einkaufswagen wieder weg, weil ich habe nichts gekauft, weil es die Sachen gar nicht gab, die ich haben wollte. Und dann bin ich so, jetzt war ich halt im Golf 7, bin so zum BMW E46 gegangen, der da stand, so komplett brain AFK, stehe so davor, mach so die Tür auf, da sitzt einfach so ein Typ drin und fragt so, ja, kann ich dir weiterhelfen? Und ich so, oh, Digga. Falsches Auto. Ja, war auf jeden Fall ziemlich ungebeten und peinlich. Bin dann auch zu meinem Golf 7 gegangen und bin weggefahren und der dachte sich nur so, Bro, wie kannst du denn einen Golf 7 mit einem BMW verwechseln? Naja, da habe ich mich ziemlich lost und ungebeten gefühlt. Dann haben wir von Kosa. Wo bleibt dein royaler Kroatien-Blog? Ja, deswegen mache ich das Video hier, weil ich von meinem Bruder, der noch ein bisschen später aus Kroatien gekommen ist, ein paar Aufnahmen brauche, weil er hat die GoPro mitgenommen und ich würde die Aufnahmen gerne davon haben. Dann Hashtag Hype is real, Hashtag ungebeten ist die Gang, Hashtag it girl, Hashtag Mr. Firebubel. Hallo, fick dich. Ah ne, er hat geschrieben, das letzte war Spaß. Dann, Kuss geht raus. Ja, aber der royale Vlog kommt nächste Woche. Wenn ich es schaffe, es zu schneiden. Wenn ich die GoPro-Aufnahmen bekomme, sonst muss noch irgendwie wieder so ein GoPro-Video kommen. Krasser Typ. Bist du wieder bei Kosas Premiere dabei? Und uns wieder spoilern? Achso, wegen dem Dings. Nee. In der Premiere bin ich nicht dabei. Da so ein paar andere Überraschungen. Also
18 Uhr Kosaks Kanal auschecken. Kannst du mal ein Tutorial machen, wie du deine Glatze rasierst oder schneidest oder lässt du dir die rasieren? Von Leather King. Ich glaube, da brauche ich kein großes Tutorial machen. Früher habe ich selber mit meiner... Ich habe meinen Bartrasierer jetzt nicht dabei, aber früher einfach hinten in den Spiegel geguckt, ist fresh. Heutzutage übernimmt das meine Freundin, jetzt macht sie und dann ist alles auf Sippe. Ja, sonst wegen meinem Bart gehe ich manchmal zum Barber. Wenn ich eh da bin, ist ein korrekter Typ, der macht dann auch einmal mit Messerklinge einmal rüber und dann ist das auch alles schön geglättet. Ja. Das waren die Fragen, mehr sind nicht zusammengekommen. Nächstes Mal mache ich so ein Video vielleicht früher, damit ich ein paar mehr Fragen haben kann. Falls euch noch welche einfallen und ihr nochmal ein FAQ mit anderen Fragen sehen wollt. Es ist gerade im Video noch eine Frage gekommen von Brandy. Wie fühlt es sich an, einen Radiergummikopf zu haben? Und wie läuft der Bau der Terrasse? Halt dein Maul, Brandy. Ja. Der Bau der Terrasse läuft soweit gut. Wir warten nur noch auf das Holz. Dann können wir anfangen, meine Terrasse zu verlegen. Nach 6 Wochen Corona-Lieferzeit. Wie fühlt es sich an, Radiergummikopf zu haben? Gut, damit ich so Leute wie dich ausradieren kann. Grüße gehen raus, Brandy. Bist ein Ehrenbruder. Danke für dein nettes Kommentar. Und dann würde ich sagen, ich beende das Video auch an dieser Stelle, falls es euch gefallen hat. Es tut mir leid, es war ein Puffer-Video. Der royale Vlog kommt nächste Woche. Ich habe mir auch extra so einen Gimbal bestellt, damit die royalen Vlogs draußen weitergehen können in guter Qualität. Also, wen es interessiert, schaltet ein, seid dabei und wir sehen uns.